It is a truth universally acknowledged that every now and again a situation arises that defies explanation. And so it was with the ascension of the Third Street Saints. When the Saints made their presence known to the world in 2006, they were decried for being pretenders to the throne. The people were confused. Were the Saints sociopathic killing machines hell-bent on destruction? Or puckish rogues living a life of mirth and whimsy? The Saints needed clarity of purpose, and so the course was set. More fun, less mercy killing. This simple choice revitalized the Saints, transforming them from a degenerate street gang into beloved pop culture icons. But even then, the Saints were not satisfied. For it's one thing to be revered as a hero, it is another to be a hero. And that, my friends, is where our journey begins. Didn't catch that, boss. Mike is dead. Are you fucking kidding me? I'm sorry. I forgot to check the battery because I was busy coordinating an international assassination. Hey, can we go back to the part about this being a setup? It's not a setup. The intel is good. You trust this lady? Asha's one of the good guys. Oleg knows her from the KGB days. Oh, she's tied with the KGB. I feel a lot better. Look, Bert and I worked with her too. She's fine. Oh, yeah, I'm sure she's great at putting someone in a fucking body bag. That doesn't mean we should... Showtime. We're 3 minutes behind schedule. We need to move. You're a real people person, aren't you? I'm sorry, is this a counter-terrorist operation or a Saints flow shoot? I'm Sean. Asha Odakar, follow me. We're here. Didn't expect them to be all business. We know what's at stake. Do you? Look, lady, this motherfucker knows how to get shit done. Don't you worry about me. What's security? My tech guy brought us a 10-minute window. If we move fast, we'll only need to worry about the guards on foot. How many of those are there? Don't know about the numbers inside, but there are about 8 marching the perimeter. On my signal, we... Oh, hell. We gotta move! Hasib, Allah yakhrib baytak wa at! Subtlety is not really our thing. Come on, this way. Base, are you there? What are we walking into? The intelligence I'm looking at suggests... Hold on. Hide. Truck on its way. Wait a minute. Your hammer is... Was that Matt Miller? Kinsey, be nice. But seriously, what the hell? Matt Miller is a brilliant hacker, a venerated agent of MI6, and a key member of our operation. And the fact that he tried to kill us. What's past is past. We are all working together now. Let's focus on the job. As I was saying... Hold that thought, Matt. Guards ahead. So, hallo, 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 herzlich willkommen zu Saints Row 4 mit dem Marco an meiner Seite. Hallo. Und das war ein sehr langes Intro. Ein bisschen, ja.
Zumindest spielen wir zusammen. Das ist immer gut. Koop. Und er messert ihn, weißt du? Will ich auch gerade kommen. Und bam. Dreimal weggemessert. Das war meiner. So, mach mal auf, du alte. Oh, die hat einen geilen Arsch. Ich glaube, wir sind auch zurzeit noch weiblich. Kommt mir gerade so vor. Und wir töten mal Alpha. Attention, attention, please. Wow, wer. Ich brenne! Monologing. Cyrus has seriously lost. Jo. Bin wieder zu schnell oder was? Ja. Wer schießt von hinten auf mich? Oder warst du das? Ich war das. Sehr schön. Alle ausschalten hier, die Indirekt-Säcke. Ja, sowieso. Sowieso. Einfach nur legendär. Oh! Aua! Where to now then? Don't swear. I got this. Come here, bitch. This way, people. Every mission has its bumps. Bump? You call that a bump? You're alive, aren't you? Ich fand den Anfang auch sehr interessant, wie die Person, die einfach mal alles solo gemacht hat. Ja. Oh je, ich muss da Munition wechseln. So, da ist noch einer, der versteckt sich, abgeknallt, die alte Drecksau. Gar kein Problem. Aufmachen, Scheiße. Oh, ich hab dich angeschossen. Oh, was war das? Oh. Raketenwerfer, auf dem Dach. Oben drauf, meine ich. No sign of the target, but we're looking at a stockpile of explosives and chemicals here. I can't tell what kind. Oben sind noch welche. Den aushalten, dein Araber. Oben Sniper! Nein! Targets in the next room. Damn it! So, den messer ich erstmal. Wie der halt auch mal dreimal zumessert, ne? Und ich höre nur tote Menschen. So. Da müssen wir. Brich die Tür auf. Okay. Don't move. This shit is coming out the box. Let's deal with this first. Erstmal schön. Also, wenn die hier wegfliegen alle. Aber nur episch. Oh Gott. Hinterher! Aufmachen die Scheiße! Oh nein! Oh je. Ich stehe daneben und mach nichts. Guck nur zu, ist in Ordnung. Ah, du schaffst das schon. Was war mit dem los? Hast du es gesehen? Ja. Darf ich jetzt gegen den kämpfen? Alleine? Ich glaube schon, oder? Das bin ich ja jetzt, nicht du, glaube ich. Ja. Bam. Kannst du auch gerade Leertaste, um zu spammen? Oder? Nee. Kannst du quasi nur zugucken, oder was? Ja. Ist doch gut. Come here, you hoodlum. Ich regel das schon, keine Angst. Sicher. Oh nein! Mich hat's voll zerrissen. Also klar, nachdem ich ein Messer im Bauch hatte, gehe ich auch so ab noch. Ja, ich hieß noch. Ich bin halt der Babo, ich glaube. Natürlich. Und da springe ich. Juhu, Waffe und. Tschüss. Tja, das war's mit ihm. Oh, er hat noch was gedrückt. Holy moly. Nein. Schnell auf die Atomrakete, wir müssen mitfliegen!
Jetzt bist du auch dran, oder nicht? Ich weiß es nicht, ob du auch im Start bist. Ich sehe dich nicht mehr. Ich glaube, das spielen wir jetzt hier einzeln, das hier. Ich denke mal. Die Musik. Ja, einfach mal so einen Stromkreis rausreißen von der Atomrakete. Ist ja auch immer sowas dran. Das sieht auch mehr aus. Das sieht nicht nur wie eine Atomrakete, sondern mehr wie ein All fliegen. Was war das denn? Alter. Wie geht der denn ab? Das war der Babbo im Club. Also so meint das auch mit den Raketen immer, das ist kein Problem für mich. Yeah, ich spring schon runter, du auch? Ja. Ja, eben noch zurückgucken, yeah. Oh Gott. Hauptsache, so irre. Den Daumen nach oben noch. Oh Gott, ist das gut. Meine Fresse, ist das geil. Oh Gottes Willen, ey. Oh. Bewunderung freigeschaltet, jawohl. Ja. Was? Präsidentschaft der Vereinigten Staaten freigeschaltet? Was? Drücke alle Knöpfe, um einen globalen thermonuklearen Krieg zu beginnen. Okay, drücke alle Tasten. Oh Gott, Berater freigeschaltet. Benjamin Stabschef King. Benjamin King. Benjamin motherfucking King. Ey. Bereit für diesen Player? Auf jeden Fall. So geil. Oh Gott, ist das gut. Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Jawohl. Oh, wir sind jetzt Präsident der Vereinigten Staaten. Weißt Bescheid, ne? Sehr gut ist das. Drücke alle Knöpfe, um einen Atomkrieg zu starten. Oh Gott. Probiere ich dann später, ob das geht. Oh. Hm. Oh, wir könnten unseren Charakter anpassen. Es geht los. So, ich will mal sagen, das dauert jetzt mindestens 3 Folgen. Bis wir den angepasst haben. Ah, das wird sehr interessant. Saints Row und Anpassen der Körperteile ist immer sehr, sehr interessant. So, erstmal Geschlecht auswählen. Ich glaube, ich nehme ich weiblich? Nimmst du männlich oder nimmst du weiblich? Ich nehme einen Mann. Ja, ich gucke erstmal nach Frau. Wir brauchen auch eine Frau im Team, ne? Genau. Was, bin ich denn mehr athletisch oder bin ich mehr hellhäutig? Also hier natürlich hier, das passt schon. Oder bin ich Latino, hä? So eine Jennifer Lopez oder sowas in der Art? Oh, was wackelt denn da so? Oi. Ne, ich nehme mal athletisch. Ich meine Helldings. Okay. Körperbau. Kann man denn nicht irgendwie Vorschau machen, wie das aussieht? Ist doch rechts normal die Vorschau, oder? Also bei mir passiert da gar nichts. Doch, bei mir ändert sich alles bei der Vorschau. Mach ich mal etwas muskulöser, würde ich mal sagen. Aber nicht zu krass. Ich bin eine Frau, Mann. Ich darf nicht so muskulös sein. Gib mal 10% Muskeln. Wie das aussieht, Mann. Alter. Moment. Haut. Was nehme ich denn für eine Haut? Ich bin mir nicht sicher, ob ich so einen Hardcore-Muskelprotz machen soll oder so einen richtig dicken Typen. So einen richtig dicken? Ja, so richtig. Ein richtig dickes Ding, oder was? Das ist ein richtiger Bomber. Ich weiß noch nicht. Ich bin bei Haut. So, Hautton. Bräune. Nein. Tanga-Bräune. Okay, Tanga ist schon etwas interessanter. Ich mach doch mal ein bisschen. Ja. Gibt so viele Einstellungsmöglichkeiten. Alter. 100. Nein. Ich bin natürlich knackig 20.
Natürlich 20, was denn sonst? Aber der Körperbau gefällt mir nicht, die ist viel zu muskulös. Was hat ihr bitte für Oberarme? Die sieht aus wie so Hulk, Alter. Weiblicher Hulk hier. Übertrieben krass. Dünn darf die auch nicht sein. So, machen wir 9%. Übernehmen. So, Alter, hatte ich schon Sexappeal. Natürlich 100%. Die Dinger da hängen. Alter, das Glocken. Ey, der Sexappeal beim Mann, Alter. Was ist das mit dem Schwanz, oder was? Ja, ja. Das ist viel zu krass. Ich geh mal hier so auf. Das ist schon... Das ist hast du denn einen richtig fetten Ömmel in der Hose, ich sag dir ehrlich. Ich geh mal so auf 70%. Das ist schon viel, aber ich lasse es mal so. 70 ist viel. So. Dann haben wir schon mal alles. So, der Körper ist jetzt angepasst. Das Gesicht. Erstmal die Haare. Erstmal müssen die Haare. Auf jeden Fall erstmal die Haare. Aber ich würde sagen, wir beenden jetzt mal den ersten Part und machen dann beim nächsten Mal weiter, oder? Ja, das ist eine gute Idee. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.